Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fishing North Atlantic auf meinem Kanal. Ich wollte wieder rausfahren zum Fischfangen. Und was ich auch gemacht habe, war nochmal nach dem Stream die Infos gekauft, wo sich Fisch befindet. Beziehungsweise nicht gekauft, sondern die für umsonst sind. Man kann auch selbst welche auswählen, wenn man große, gute Punkte gefunden hat, aber es schade, dass man sie nicht wieder wegnehmen kann. Ah, doch, kann man. Aha, okay. So, man sagt quasi, okay, kein Bock mehr drauf, dann kann man die auch wegnehmen. Weil jetzt war hier vorne gerade Schwertfisch, also setzen wir die hier wieder hin. Weil da wollten wir ja eigentlich hin, zu dem Bereich. Können schon mal Ausrüstung vorbereiten. Achso, ja, dafür muss man ja eine Strecke einstellen. Muss einfach mal testen, ob der so funktioniert. Ein. Naja, ruhig ganz hoch. Können wir nämlich an Mitarbeiter sparen, dann kann ich das quasi machen. In der Korn gehen und der geht mal reparieren. Falls es überhaupt was zu reparieren gibt. Wie, haben wir keine Angelsachen dabei? Schon noch, dass wir Netze mit haben. Ja, reiß dann mal schnell hin. Das finde ich gerade irgendwie nicht so geil, dass wir angeblich nichts dabei haben. Fanggeräte. Hier, verkaufen. Wir haben welche. Ah ja. Jetzt werden sie auch wieder angezeigt. Schön. Mal gucken wir hier nochmal bei der Bar nach, ob es irgendwelche Tipps gibt. Hier, Schwertfisch kaufen. So. Muss ich mal die Karte an. Okay, das war meiner. Der war ein bisschen zu weit unten platziert. So. Dahin. Da sind dann meistens auch andere Fische. Mäh. Okay. Ich fahr erst mal selbst. Bevor das Ding mich hier gegen die Wand setzt, ne? Ist mir das dann lieber. Der steht hier in der Küche, geil. Das wollte ich ja eh gucken, ob der hier drin steht. Wieso haben wir jetzt schon wieder keine Ausrüstung? Hä? Ich habe doch gerade nachgeguckt. Was ist denn das für eine Verarsche?
Nee, dann halt nicht, ne? Dann kaufe ich die halt nochmal neu. Also. Kann es sein, dass das Spiel damit noch leichte Probleme hat? Den Thema Netzen, das ist sogar ausgewählt. Nein, Zeit möchte ich gar nicht überspringen. Fanggerät. Netze verkaufen. Kann nur eins auswählen verkaufen. Fünf kaufe ich jetzt. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Sind die jetzt an Bord? Ja, jetzt sind sie dabei. Das hängt ab mit Haar. Schalte ich einfach mal kurz das Hub aus. Okay. So, jetzt aber. Nachdem wir auch endlich wieder Netze haben. Was wir vorher nicht hatten. Jetzt machen wir auch eine schnelle Reise, damit wir wirklich zum Fischen kommen. Wobei, warte mal. Der Typ steht hier immer noch, ne? Okay, wir haben unsere vollen Mahlzeit noch nicht voll. So. So fahrlich, welches war denn das? Da ist uns anbleiben. Suchlicht kann aus. Ich suche hier nichts. Und das regt mich immer noch auf, dass ich nicht laufen kann. Ich laufe, ich renne, ich springe. So. So. Dann wollen wir mal. Die drei Fische. Ah, da kommt noch ein weiterer. Okay, ich wollte schon sagen. Jetzt habe ich es für drei Fische ausgeworfen, aber nein. Da kommen noch ein paar mehr. Was bei uns auch ein Problem ist, bis zu den Fischen hier runter kommen wir gar nicht. So groß ist unser Tank nicht. Ich vermute mal, dass das für größere Schiffe ist. Ich meine, wir haben schon ein größeres Schiff, aber unser Tank. Ausbauen kann ich den, glaube ich, auch nicht mehr. Ich kann den Motor ausbauen, aber ich weiß nicht, ob das die Fahrweise sparsamer macht.
Wenn ja, wäre es geil. Wenn nicht, dann halt nicht. Obwohl ich es ganz gut finden würde. Macht auch was? Danke. Und das nächste Netz gerne einmal, sobald es geht. Jetzt kriegen wir es natürlich wieder weniger. Guck mal, machen wir so. Sagen hat irgendwie was Entspannendes, wenn man hier so einfach nur so lang fährt und das Netz rausgeht. Ist kein Spiel, wo man viel machen muss. Das ist auch ganz gut. Sobald man seine Angestellten hat, ne? Hat man eigentlich so ziemlich seine Ruhe. Muss halt bloß noch das Fahren übernehmen, ne? Das nächste Netz raus. Oh, hier ist ein richtiger Krabbenbereich. Wollen wir vielleicht noch Gas geben? Muss schon sagen. Also, ich noch gern einschlafen, aber. Hätte dann noch so ein paar Schulden, die ich begleichen müsste. Deswegen fahren wir ja hier fischen. Nicht damit wir irgendwie auf rumstehen. Also. Ich kenne das nur so. Jede Zeit, wo man steht, das ist nicht gut, weil Zeit ist Geld. So habe ich das zumindest bedacht. Dass das bei den Fischern so ist. Ich muss es richtig schön auswerfen. Das wäre toll. Wenn es gehen würde. Ja, geht doch. Nein, ich werde nicht anhalten. Damit ist das Netz beschädigt. Also das Auswerfen anhalten. Weil ansonsten ist es blöd. So. Schnell reisen. Zeit überspringen, zurückreisen und fertig sein. Wieder einholen, wieder auslegen, anlegen. Allgemein, Zeit überspringen. 7 Stunden, Karte anzeigen.
Wie lange brauchen wir bis dahin? Das sind 2 Stunden. Zeit überspringen, mach ich nochmal. 2 Stunden, nehme ich auf die Karte. Dann reisen wir dahin. Haben wir 17. Sind wir da, haben wir es 18. Ja, das hinkommen. So, ja. Wenn wir dann da ankommen, haben wir unsere 18 erreicht. So, dann 19, 18. Das blockiert den Weg. Kleines Boot, ey. So, jetzt werden sie blau. Jetzt haben wir gleich die ganzen Nachrichten, wie es hat was angebissen, es hat was angebissen. Oder auch nicht. Okay. Oh, nicht schlecht. Na, da wollte ich gar nicht hin. Da, ja. Nee, das ist mir so umständlich. Aber hier will ich dann. Achso, die können gerne anbleiben. Ich brauche gerade kein Licht. Doch, sieht ganz gut aus. Ich kann schon sagen, warum fährt er so langsam? Die Prozentanzahl dahinter, wie heil oder wie kaputt es ist. Das wäre jetzt die gute Frage. Rückwärts. Rückwärts. Es ist nicht so leicht mit diesem Boot an diese Bojen zu kommen. Vorwärts. Los, Boot. Ich glaube an dich. Geht doch. Und schon mal langsam in Richtung Boje 3. Über die Wellen.
So. Dann Boje 3. Dann noch die vierte und dann haben wir es quasi. Sammelt ihr die ein? Sammelt ihr die ein? Nö. Wahrscheinlich, weil ich wieder nicht zu genau gegenüber der anderen Boje stand. Wenn das nicht mal die Boje leicht beschädigt. Man weiß ja. Ah, jetzt sammelt jetzt. Wollen mich doch verarschen, habe ich das Gefühl. Das klingt nicht so schön. So, und beim letzten, da nehme ich das dann noch mal. Okay, dann halt der. Nee, du bleibst nochmal stehen. Naja, wenn das Spiel will, dass ich den da erstmal unten platziere. Achso, das ist der. Soll darüber gehen, das sieht besser aus. Wir nähern uns ganz langsam schräg. Ja, gut, so nicht. So. Ganz langsam schräg. Ja. Jetzt kann man natürlich das Video auch in die Länge ziehen, ne? Aber was will man machen? Ich weiß ja, dass wenn ich. So, jetzt rückwärts. Rückwärts, bitte, Boot. Dann sollten wir die einholen können. So. Let's go. Man sieht sogar die Farbe, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, ist schon okay. Ha, perfekt. Ja. Hier will ich gar nicht. Ich will eigentlich besser. Das war auch nur gut. Gut, toll. Nee, ich will noch mal ein Perfekt hier.
Jo. Ja, lange. Der da auch nochmal rüber. Dann bringen wir das zum Hafen. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ob der ganze Fisch überhaupt schon rausgenommen wurde. Nee. Ha. Sagte ich ja. Sollen sie das erstmal machen? Jungs, arbeitet mal ein bisschen schneller. Ich habe noch eine halbe Bootsrundtour machen, ne? Jetzt können wir hier auch mal bei Empfanggeräten nachgucken. Hier 100, ja genau, das ist wie heile die sind. Okay. Langleine. Ich hab gedacht, ich hatte die. Im Hafen sind Fische. Na gut, ist an sich möglich. Achso, na ja gut. Sollte ich vielleicht auch noch anlassen. Wenn ich das ausmache, ja gar kein Licht mehr. Wie lange brauchen die für diesen Fisch? Kann ich da irgendwie mit dran wirken? In dieser Maschine? Ich glaube nicht, ne? Ich frage mich auch, was die hier machen. Was auch immer sie ertreiben, es sieht nicht gesund aus. Ach ja. Ich glaube, ausgenommener Fisch bringt nämlich mehr Geld, ne? Wir legen jetzt hier einfach an, ja. 58 Frage ist. Das ist jetzt nur der ausgenommene Fisch. Lager könnte ich nochmal verbessern. Erstmal die Fang. Nee, wollen wir erstmal Geld zurückzahlen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Fang. Zurückzahlen. Kredit sofort zurückzahlen. Dann kann ich noch nicht zurückzahlen. Jetzt kann ich mal wieder an sich Geld leihen. Okay. Jetzt ist wieder unser Lager leer. Okay, dann würde ich sagen, verbessern wir die Sachen. Wenn nicht verbessern, sondern hier. Und Geräte reparieren wir die Sachen. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like und einen Kommentar da, teilt das Video gern mit euren Freunden und bis zum nächsten Mal. Ciao!